In diesem kleinen Video sehen wir uns dieses Fleck Artikel teilbar an. Warum gibt es das? Ganz einfach, es ist schnell erklärt eigentlich. Es haben in der Vergangenheit tatsächlich Menschen fertiggebracht, 0,5 Bücher zu verkaufen. Um dieses zu unterbinden, gibt es einfach dieses Fleck, also dieses Merkmal, Artikel teilbar, ja, na, ja, nein. Das heißt, ist es nicht gesetzt, können wir jetzt in der Kasse, das ist die Artikel Nummer 4, mache ich das einfach mal schnell jetzt so. Ich verkaufe den Artikel 4, ein Stück verkaufen, 1,5 geht nicht. Ich drücke jetzt 1, Komma kommt nicht an, 1,5 ergibt quasi 15. Also das heißt, ich kann keine Dezimalstellen verkaufen. Wenn ich hingegen, wo habe ich's? Da. Wenn ich sage, dass der Artikel teilbar wäre und speichere das Ganze jetzt wieder. Jetzt gehe ich zurück in die Kasse und ich verkaufe den Artikel 4 wieder. Jetzt kann ich 1,5 Stück verkaufen. So. Und somit habe ich auch 1,5 Stück mal den eingegebenen Stückpreis. Das ist das Ganze mit Artikel teilbar oder nicht teilbar. Es macht wirklich Sinn, denn es schließt menschliche Fehler im Vorfeld aus oder reduziert sie.